Jan und herzlich willkommen zurück zu Anglefoot. Ich versuche mal die Düse hier anzuziehen, damit man fliegen kann. Mal schauen. Heute haben wir ja der große Kampf vor uns mit dem Schlammbaron. Let's go. Bin gespannt, wie es sein wird mit ihm. Dummer, stinkender Anglefoot. Du wagst es, meine Kanne. Aber. No, wait, ich hab's vergessen. Du wagst es, meine Kanalisation zu betreten? Du bist eine Sneaker? Dann hole sie dir. So. Okay, wait, ich muss kurz ein bisschen schauen, wie das funktioniert. Okay, der zerstört einfach. Wir haben gar keine Waffen. Den trifft man ja gar nicht gut. Oh shit! Nee, der ist doch noch nicht tot. Das war jetzt Level 1. Oh Gott! Das unspülbare. Ja, und jetzt? Oh shit! Können wir den angreifen? Irgendwie gar nicht. Komm hier nicht so! Ernsthaft! Ich schmeiß mit irgendwelchen Sachen gegen uns! Okay, wir müssen einfach in den Schlamm rein. Eigentlich wären die Gottdinger besser gewesen für den Kampf. Ich glaube, wenn wir eigentlich... Okay, doch nicht. Ich dachte, wenn wir einfach in den Kreis laufen, wird's gehen. Der schmeißt einfach mit Sachen nur gegen uns. Okay, das wären eigentlich die besten Dinge. Richtungsänderung! Oh fuck. Das ist hart. Zurück zur Karte, sorry. Ich glaube, die anderen Schuhe sind besser. Die Sandalen, dann können wir über den Mist hier laufen. Nee, schon wieder falsche Taste, sorry. Dann können wir nämlich über den Schleim laufen. Ich glaube, die sind besser. Ausweichen wird schwieriger. Aber sollte trotzdem gehen. Oder wenn ich das richtig sehe, ja. Mit diesen Schuhen ist man eigentlich ein bisschen im Gott mäßig.
unterwegs. Ich meine, der kann uns die Dinge hier wegschlagen, aber es bringt gar nichts eigentlich. Und Seilspringen! Und Seilspringen! Okay. Level 1 geschafft. Das ist mir halt echt godlike. Okay, da bringt gar nichts. Eigentlich müssen wir ihn immer im Auge behalten. Na gut, bringt gar nichts. Oder muss man die Fässer zurückschmeißen? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht explodieren, wenn er sie in der Hand hat? Nee. Vielleicht jetzt auch erst, wenn die anderen Gegner hier mitkommen. Gerade. Aber die Musik fetzt wieder mit. Fast getroffen, aber doch nicht. Es bringt gar nichts. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Muss man die Fässer zurückschwimmen, Leute? Ah, okay. Okay, okay, okay. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Das habe ich beim ersten Mal nicht gecheckt. Kein Wunder, habe ich da nicht viel Damage gemacht. Badaboom, badabam. Die Sandalen sind echt gut like. Shit, hat uns aber auch getroffen. Okay, Level 3 mit wenig FPS. Holy shit! Ach du Scheiße! What the fuck? Jetzt müssen wir seine Taktik herausfinden. Was? Das ist ja grässlich. Das Vieh killt uns instant. Hat das Teil Hoden? Alter. Nee, nicht nochmal. Okay, komm her, komm her, komm her.
wird wütend. Das war Level 1. Okay, das im Magen ist mega mies. Und wieder die Fässer wegschleudern. Ich glaube, eigentlich wäre es gar nicht so schwierig. Oder würde lange gehen. Aber das Fies hat mies. Weil der 1000 Sachen schmeißt. Ah, shit. Nee, ich bin festgehangen. Na, okay. Du? Komm schon noch einmal gleich. Da häng ich immer fest. Okay, dreimal. Dreimal. Ne, warte, viermal müssen es mindestens sein. Okay, FPS sagen wieder nein. Obwohl ich eigentlich eine neue Grafikkarte habe, die eigentlich das schaffen sollte. Wie nix. Okay, wir müssen ja gefressen werden. Eat me! Wie soll man das schaffen? Das Vieh ist gnadenlos! Okay, ich könnte austricksen, theoretisch. How the fuck? Warte kurz, haben wir da irgendwie Schuhe, die uns retten? Die sind gut. Munition, nope. Riesenköpfe, nope. Mädchenschmidt, nope. Fähigkeit zu fliegen, I don't know. Du leistest weniger Schaden, aber stirbst, wenn du nicht mehr tötest. Entweder vielleicht die oder die Düsen nochmal versuchen. Das Level 3 ist ziemlich stark. Ich glaube, Level 3 ist auch das letzte, würde ich mal so schätzen. Die Frage ist halt, wenn du nicht mehr tötest. Also wir müssen ständig Leute töten, damit die weniger Schaden erleiden. Wenn ja, wird das hier nicht funktionieren. Wir könnten es nochmal mit denen probieren. Würde ich jetzt einfach nochmal versuchen. Mal schauen. Wenn wir da fliegen können, ob das was bringt. Im Magen. Die ersten zwei Level sind ja eigentlich halbwegs okay. Trotzdem
viel Schaden erleiden. Weil ich zu wenig schnell bin mit der Fliege. Gesell springen wieder. Bringt das eigentlich was? Oh shit! Jetzt wird er wütend! Okay, Level 1 geschafft. Junge, Junge, Junge. Okay, jetzt kommt der Magen wieder. No! Come eat me! Eat me! Friss mich, mein Freund, friss mich! Okay. Okay. Hey, I see. Das Ding ladet auf, zielt auf uns und dann springt es gegen uns. Ob dann diese Schuhe gut sind, I don't know. Weil das ging jetzt ziemlich schnell. Ja gut, egal. Ich würde es noch einmal versuchen vielleicht. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Das ist manchmal schon ziemlich frustrierend, wenn man solche Dinge dann immer tausendmal machen muss. Okay, das war ein guter Treff von ihm. Und ich habe ihn nicht erwischt. Alter! Okay. Level 2. Das Teil ist unglaublich stark, finde ich. Dann müssen wir ein bisschen besser machen. Das Miese ist halt, wenn man in den Magen kommt und direkt tot ist. Direkt vom Vieh angegriffen wird. Uno. Ah, shit. Whoa!
shit. Ah, fuck, das hat gar nichts gebracht. Eigentlich bin ich links besser. Und gleich kommt... Number 3 oder 4, je nachdem wie man sieht. Okay, jetzt kommt wieder das Vieh. Eat me, my friend, eat me! Erstmal in die Mitte. Das ist mies, dieser Angriff. Das ist so hart. Fliegen bringt da nichts. Fliegen bringt da nichts. Und es kommen auf jeden Fall hier Waffen drunter. Ich hab's gesehen. Schaut euch das Scheißteil an. Aber gut. Ich würde sagen, das war es jetzt mal wieder für diese Folge von Angerfoot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.